Oh, hi. Ich habe euch gerade gar nicht bemerkt. Aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute geht es mal um ein etwas anderes Video. Keine Review, keine Kritik wie sonst immer. Denn heute möchte ich euch mal zeigen, welche Filme noch in dem Jahr 2016 im Kino rauskommen oder allgemein vielleicht in Deutschland erscheinen, die interessant sein könnten, abseits von jetzt solchen großen Blockbustern wie X-Men Apocalypse oder Star Trek Beyond oder Star Wars Rogue One. Deswegen würde ich sagen, hier sind ein paar, ich will nicht sagen Indie-Picks, aber ein paar interessante Filme abseits von Big Hollywood, die euch im Jahr 2016 vielleicht interessieren könnten. Ja, der erste Film, den ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, der zwar schon in den Kinos läuft, ist Hardcore, wenn ihr von dem Film noch nicht gehört habt. Es ist ein neuer Spin am Action-Genre, ein Actionfilm erzählt aus der Ego-Perspektive, sehr, sehr abgedreht, mit Charlton Copley und Tim Roth in einem kleinen Cameo-Auftritt. Und wer auf jeden Fall mal eine andere Art von Actionfilm sehen möchte, der sollte sich Hardcore auf jeden Fall anschauen. Dieser Film ist auf jeden Fall eine ziemliche Achterbahnfahrt und geht sehr, sehr ab im Kino. Wenn ihr jedoch sowas wie Found-Footage-Filme, also wie Blair Witch Project und Cloverfield schon nicht abkönntet, dann ist Hardcore wahrscheinlich auch nichts für euch. Dieser Film ist seit dem 14.04. in den deutschen Kinos und zu Recht FSK 18. Der zweite Film, den ich euch empfehlen möchte, läuft ebenfalls schon im Kino, ist ein Film von Nicolette Krebitz, ein deutscher Film und heißt Wild. Dieser Film ist ebenfalls seit dem 14.04. in den deutschen Kinos und in diesem Film geht es um eine junge Frau, die auf einmal auf einen wilden Wolf trifft und diesen bei sich zu Hause aufnimmt, praktisch mit ihm wohnt. Anstelle jedoch, dass sie den Wolf zähmt, wird sie mittlerweile immer wolfsähnlicher und ihre Persönlichkeit verändert sich. Eine, finde ich, sehr, sehr interessante Thematik. Und wenn ihr Wild gesehen habt, dann postet es bitte unten in den Kommentaren und lasst mich wissen, wie der Film war. Der nächste Film, der vielleicht sehr interessant sein könnte, ist Green Room. In diesem Film geht es um eine Punkband, die mehrere kleine Konzertauftritte hat. Und eines Tages stellt sich jedoch das Publikum als eine Horde von Neonazis heraus. Und da beginnt sozusagen ein bitterböser, blutiger Thriller ums Überleben. Und in diesem Film spielen unter anderem Anton Yelchin, den die meisten wahrscheinlich von euch aus dem Star Trek oder dem Fright Night Remake kennen, und Patrick Stewart als böser Nazi-Boss. Und schon allein deswegen wäre dieser Film ein Blick wert. Und Green Room ist übrigens ab dem 2.6. in den deutschen Kinos. Der nächste Film, den ich mir rausgepickt habe, ist Demolition oder wie ich ihn nenne, der nächste Film mit Jake Gyllenhaal. Und wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich ein ziemlicher Jake Gyllenhaal-Fanboy bin und deswegen komme ich um diesen Film wahrscheinlich nicht drum rum. Demolition ist ein Drama, in dem Jake Gyllenhaal einen Investmentbanker spielt, der durch einen tragischen Unfall wieder einmal seine Frau verliert und das verleitet ihn dann dazu, sein Leben und seine Persönlichkeit so ziemlich neu aufzurollen. Der Trailer sah, fand ich, sehr interessant aus. Jake Gyllenhaal geht meiner Meinung nach immer und dieser Film ist ab dem 16.06. in den deutschen Kinos zu sehen. High Rise ist ein Sci-Fi-Thriller von Ben Whatley und in diesem Film fungieren gigantische Hochhäuser als Städte. Man kann sich das Ganze so ein bisschen wie Snowpiercer vorstellen. Ganz oben wohnen die Superreichen und unten sozusagen der Abschaum. Und nach einem Stromausfall gerät das alles ziemlich außer Kontrolle. In diesem Film haben wir einen wirklich sehr, sehr interessanten Cast, denn wir haben neben Jeremy Irons und Luke Evans auch noch den großartigen Tom Hiddleston und schon allein das wäre wahrscheinlich ein Blick wert auf High Rise. Dieser Film ist ab dem 30.06. in den deutschen Kinos zu sehen. Ein weiterer Film, den ich euch rausgepickt habe, heißt Captain Fantastic in der Hauptrolle mit Viggo Mortensen. Und in diesem Film geht es darum, dass ein Vater von 6 Kindern ziemlich zurückgezogen in den Wäldern lebt und dann versucht, in die moderne Zivilisation zurückzufinden. Ein Trailer gibt es noch nicht zu diesem Film, allerdings schon das erste Filmstill und das sieht, finde ich, schon optisch sehr interessant aus. Außerdem bin ich wirklich ein Fan von Viggo Mortensen, ich mag seine Arbeit. Und dieser Film läuft ab dem 14.07. in den deutschen Kinos. La La Land ist der neue Film von dem Regisseur von Whiplash. Und Whiplash war für mich einer der besten Filme des letzten Jahres. Und in La La Land geht es um den Jazzpianisten, gespielt von Ryan Gosling, der sich in eine Schauspielerin, gespielt von Emma Stone, verliebt. Und J.K. Simmons ist auch noch in diesem Film. Muss ich noch großartig mehr sagen? Ein Filmstill wurde bereits veröffentlicht, ein Trailer gibt es noch nicht. Aber immerhin ein amerikanisches Startdatum und dieser Film startet in Amerika ab dem 15.07. Einer der wohl meist erwartetsten Filme dieses Jahres für mich ist The Neon Demon. Das ist der neue Film von dem Regisseur Nicholas Winding Refn, der unter anderem bei solchen Filmen wie Drive, Only God Forgives, Bronson, Valhalla Rising und der Pusher-Trilogie Regie geführt hat. Dieser Film ist eine Art Drama um das Model-Dasein, verpackt als Horror-Thriller. In den Hauptrollen haben wir hier Elle Fanning, die meiner Meinung nach eine großartige Schauspielerin ist, und Keanu Reeves, auf den ich mich wirklich
wirklich sehr, sehr freue in diesem Film. Was kann ich sagen? Der Trailer sah absolut grandios aus. Revan fährt anscheinend wieder den Stil von Only God Forgives. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Film. Dieser Film sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen und ich bin sehr, sehr froh, dass er nun dieses Jahr endlich rauskommt. Ein deutscher Starttermin steht jedoch noch nicht fest. Wir können aber sehr, sehr gespannt sein. Moonwalkers ist ein Film darüber, dass Stanley Kubrick die Mondlandung faken sollte. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Eine Komödie dieses Mal in den Hauptrollen mit Ron Hellboy Perlman und Rupert Grint, den die meisten von euch wahrscheinlich als Ronald Weasley aus der Harry Potter-Reihe noch kennen. Finde ich eine sehr, sehr interessante Idee. Der Film hat zwar noch kein deutsches Startdatum, lief aber schon bei den Fantasy-Filmfest Nights dieses Jahr, genau wie High Rise und Green Room. Wir können also gespannt sein. Alleluia, The Devil's Cannibal ist der neue Film von Regisseur Darren Lynn Bousman, der Saw 2 bis 4 gemacht hat und unter anderem auch das Horror-Trash-Rock-Musical Repo The Genetic Opera. Ein Film, den ich persönlich zum Beispiel sehr mag. Und Alleluia, The Devil's Cannibal ist erneut so eine Art Horror-Musical mit vielen Schauspielern, die auch aus Repo wieder zurückkehren und David Hasselhoff in dem Film und eigentlich kann man sich darauf schon freuen. In Amerika ist dieser Film bereits im Jahr 2015 erschienen und ich hoffe ganz einfach, dass er nun dieses Jahr bei uns in Deutschland wenigstens auf DVD und Blu-ray erscheinen wird. 31 ist der neue Film von Rob Zombie und wer mich kennt, der weiß, dass ich bei Rob Zombie eigentlich immer zu haben bin, ob es jetzt seine Musik ist oder seine Filme. Der einzige Film von ihm, den ich noch nicht gesehen habe, ist Halloween 2. Kann ich mir anscheinend auch sparen, so was ich von den Leuten höre. Aber 31 ist ein neuer Film von ihm, in dem es um eine Gruppe von Leuten geht, die ein mörderisches Spiel namens 31 durchleben müssen. Klingt ein wenig nach Saw und der Film wird definitiv wieder polarisieren, hat leider noch kein deutsches Startdatum, aber wir können uns auf jeden Fall freuen, aus bekannte Gesichter aus den anderen Rob Zombie Filmen. Sherry Moon Zombie ist zum Beispiel wieder dabei, genauso wie Malcolm McDowell. Und die Bilder sehen wie in allen anderen Rob Zombie Filmen wieder sehr, sehr brutal aus. Ein interessanter Sci-Fi-Thriller im Jahre 2016 wird wahrscheinlich Jackrabbit sein und in diesem Film geht es um einen Hacker, der sich mit einem Computertechniker zusammenschließt, um eine geheime Botschaft auf einem USB-Stick zu entschlüsseln, denn dieser USB-Stick gehörte einem verstorbenen Freund. Und der Trailer zu Jackrabbit sah schon sehr, sehr stylisch aus und ich glaube, Fans von Sci-Fi und Cyber-Thrillern werden an diesem Film auf jeden Fall Interesse haben. Dieser Film lief schon auf dem Tribeca Film Festival 2015 und hat noch kein deutsches Startdatum. Wir können also weiterhin gespannt sein. Was hat Steven Dorff eigentlich die ganze Zeit seit Blade 1 Ende der 90er gemacht? Keine Ahnung, aber er ist zurück in American Hero. In diesem Film spielt er einen Mann, der telekinetische Fähigkeiten hat und sich daraus eigentlich nur einen Jux macht die ganze Zeit, bis er eines Tages einsieht, dass er mit diesen Kräften auch Gutes bewirken kann. Und da haben wir einen Film, der eigentlich ein wenig aussieht wie die gute Variante von Hancock. Dieser Film kommt ein wenig im Doku-Stil daher und könnte ein sehr, sehr cooler Film werden, hat allerdings noch kein deutsches Startdatum. Der Trailer sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Indie-Superhelden-Film. Don't Breathe ist der neue Horror-Thriller vom Regisseur von Remake von Evil Dead aus dem Jahre 2013. Ein Film, auf den ich mich schon sehr, sehr freue, weil er wieder auch mit Jane Levy in der Hauptrolle ist, die ich sehr, sehr mochte seit Evil Dead und die ich auch in Suburgatory sehr, sehr mochte. Und Stephen Lang spielt in diesem Film auch mit. Ihr wisst schon, der Typ, den alle als Cable in Deadpool 2 sehen wollen. Ja, und in Don't Breathe geht es um ein paar Jugendliche, die in dem Haus eines Blinden einbrechen, weil sie ihn ausrauben wollen. Leichter gesagt als getan, denn dieser Film entwickelt sich schnell zu einer Art Terrorfilmchen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was der Regisseur uns nach dem Remake von Evil Dead nun so abliefern wird in Don't Breathe. Dieser Film erscheint ab dem 8.9. in den deutschen Kinos. So denn, das war meine kleine Preview für die kommenden Indie-Filme, sage ich mal, im Jahre 2016 für die Filme abseits von Big Hollywood. Ich hoffe, es waren ein paar Filme dabei, die für euch interessant waren. Wenn ja, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, auf welche Filme ihr euch am meisten freut. Und lasst mich wissen, wenn ihr ein paar der Filme schon gesehen habt und wie die waren und ob die sich lohnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst ein Abo und einen Daumen da und ich würde dann sagen, wir sehen uns bei der nächsten Review. Macht's gut, bis dann. Ciao. Los, abschalten. Kusch.